Ja, guten Abend und herzlich willkommen zur zweiten digitalen Patientenveranstaltung von NIC. Heute geht es schwerpunktmäßig um CED und Rheuma im Zusammenhang mit Corona. Mein Name ist Tanja Renner und ich bin ganz besonders froh über diese Veranstaltung, denn ich bin gleich zweimal betroffen. Zum einen habe ich eine Psoriasis-Arthritis und zum anderen hatte ich gerade Corona. Diese Kombination hat mir manchmal schon etwas Angst gemacht. Meine Fragen wurden mir aber während der Krankheitsphase jederzeit beantwortet. So dass ich immer Bescheid wusste, hat mir einen großen Teil meiner Angst genommen. Und ich hoffe, Ihnen geht es heute genauso, weil Sie im Laufe dieser Veranstaltung perfekt informiert werden. Um genau das zu erreichen, berichtet heute die Hamburger Spezialistin für chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Frau Dr. Stefanie Howaldt, über das Thema CED und Covid-19. Und der wunderbare Hamburger Rheumatologe Dr. Aries wird begleitend über das Thema Autoimmunerkrankungen im Zusammenhang mit Corona sprechen, um Ihre Fragen zu beantworten. Apropos Fragen, natürlich sollen und dürfen Sie während der ganzen Veranstaltung Ihre Fragen stellen. Bitte stellen Sie sie einfach in den Chat rein und wir werden sie im Laufe der Veranstaltung beantworten. Frau Dr. Howaldt, Herr Dr. Aries, alles ist zurzeit sehr aufregend, viele Veränderungen und jetzt die Lockerung. Bedeutet das für uns doch wieder mehr Risiko oder aber auch neue Chancen? Was sagen Sie dazu? Und wie haben Sie beide die letzten Wochen erlebt? Was war für Sie die größte Herausforderung? Also das war insofern für uns hier alle eine ganz neue Erfahrung, die wir gemacht haben. Und wir mussten ja einerseits uns schützen und die Patienten schützen und sehen, irgendwie, dass wir die Therapien weiterführen. Und wir haben so gemacht, wir haben Mitte März haben wir dann umgestellt auf Telefonsprechstunde bei den Patienten, die nicht ins Zentrum kommen mussten. Und bei den Patienten, wir haben viele Patienten mit Infusionstherapien, die kamen weiterhin ins Zentrum und wir mussten dann auch unsere Endoskopien absagen und haben das jetzt seit, ich glaube, 2 Wochen wieder angefangen. Aber es ist ein anderes Setting und es ist weiterhin auch noch etwas komisch, wenn ich das mal so sagen soll. Es ist jetzt nicht so normal wie früher, vor Corona. Zählen denn alle Autoimmunerkrankten automatisch zu einer Risikogruppe? Jetzt darf Herr Aries mal was sagen. Entsprechend des Robert-Koch-Institutes muss man ehrlich sagen, ja, da wird gar nicht so sehr differenziert. Da gehören halt ältere Menschen gehören zu der Risikogruppe, Patienten mit chronischen Erkrankungen und natürlich auch Patienten, die immununterdrückende Therapien bekommen. Und das trifft ja auf unsere Patienten bei der Psoriasis, bei der chronisch entzündlichen Darmerkrankung, bei der MS und auch bei den Rheumaerkrankungen tatsächlich auf alle zu. Doch, sind alles chronische Erkrankungen. Nein. Ja, Entschuldigung, aber bei uns ist es so, unsere chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sind überwiegend junge Patienten. Wenn man einen Crohn oder eine Colitis hat, ist das nicht automatisch eine Risikogruppe. Das ist Das interessant, aber unterscheidet uns. nach der Definition des RKI sind chronische Erkrankungen und die immunsuppressive Therapien unabhängig vom Alter eine Risikogruppe. Also wir haben gerade das DGVS-Paper raus, oder ist gerade rausgekommen, irgendwie da steht explizit drin, nur Crohn, nur Colitis, keinen Risikopatient, definitiv nicht. Und auch wohl offensichtlich die mit Monotherapie, mit Biologika, das ist noch etwas streitbar, aber eher mal die immunsupprimierten Patienten. Ja, du kannst doch nur Rheuma, ich kann ja Crohn. Ja, ich bin die Crohn-Spezialistin. Aber sag doch mal, du berichtest jetzt, dass die wirklich keine Gefahr haben, dass die Daten zeigen, dass die offensichtlich keine besondere Gefahr haben, oder ist das jetzt eine Definition der Gesellschaft? Hat eure Gesellschaft, macht ihr eine eigene Definition, wer ein Risikopatient ist oder nicht? Nein, wir haben keine eigene Definition. Wir sagen bloß, die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gehören nicht zu einer Risikogruppe, wie zum Beispiel die älteren Patienten mit einer chronischen COPD, also mit einer Asthmaerkrankung oder mit einer schweren Asthmaerkrankung. Oder eben eure Patienten sind ja viel älter. Also es ist definitiv, dass sie nicht automatisch zu einer Risikogruppe gehören. Natürlich müssen sie dann auch die ganzen vom Robert-Koch-Institut, die ganzen Auflagen erfüllen. Das enthebt sie ja nicht davon. Aber es ist halt dann bei uns offensichtlich anders. Und das sage nicht nur ich, sondern inzwischen jetzt auch mal diese deutsche Fachgesellschaft. Dann gibt es doch Unterschiede zwischen chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und den anderen Autoimmunerkrankungen. Spannend zu hören, wie unterschiedlich das dann doch ist. Anlässlich des Welt-CED-Tags, der ja heute übrigens auch ist, ist denn die Frage, wie ist denn dann, haben Sie schon Erfahrungen gemacht, wie der Verlauf bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Patienten denn mit Corona, der Verlauf ist?
Hatten Sie schon in Ihrer Praxis Patienten mit Corona? Also wir hatten 2 Patienten mit Corona. Das war ein ganz milder Verlauf. Die hatten die Symptome. Die waren dann nicht zwar in Ischgl, aber im Nachbarort. Die haben sich testen lassen, waren positiv getestet. Und das war dann ein sehr milder Verlauf. Beide mit Geschmacksstörungen, Fieber und Husten. Das ist das Normale. Aber die haben dann, ich glaube, das waren 2-3 Wochen. Und dann waren die rekonvaleszent. Beides Patienten übrigens mit einer TNF-Alpha-Monotherapie, muss man sagen. Mhm. Und die DGVS, die hat gerade die Zahlen veröffentlicht. Irgendwie, das habe ich mir sogar aufgeschrieben. Also es gibt insgesamt, glaube ich, 60 Patienten, glaube ich, weltweit, die Corona hatten mit CED. Davon waren 60% in der Remission, 18% hatten eine milde Erkrankung und 20% moderat. Also es ist im Prinzip das Gleiche, sage ich mal, irgendwie wie bei anderen jungen Menschen in dem Alter, die eine Covid-19-Erkrankung haben. Herr Dr. Aris, Sie haben ja auch das Register, was Sie führen. Wie ist denn Ihre Erfahrung bei den Rheumapatienten, die an Corona erkrankt sind? Na, ich persönlich habe jetzt kein Register, aber wir führen in Hamburg ein Register, weil wir das Problem gesehen haben, dass das deutsche Register und das europäische Register, dass da Patienten eingeschleust werden, die auch wichtig für uns sind. Das sind im Moment 800 Rheumapatienten mit Corona-Infektionen in Europa, die eingeschleust worden sind. Aber wir wissen eben nicht, in was für einem Verhältnis die dazu stehen, wie viele Rheumapatienten es denn gibt, die mit immunsuppressiven Medikamenten behandelt werden. Insofern helfen uns diese Daten wenig, über das eigentliche Risiko zu berichten. Deshalb hatten wir in Hamburg hier die Möglichkeit, bei einer 1,8-Millionen-Stadt, dass wir alle Krankenhäuser und Rheumatologen zusammengeführt haben und einen relativ zeitnahen Überblick haben, wie viele Rheuma-Patienten in Hamburg tatsächlich sind. Und wir können auch ziemlich genau sagen, wie viel wir eigentlich erwartet hätten. In Hamburg ist es so, dass wir bis gestern 31 Patienten mit Rheuma-Erkrankung und einer nachweislichen Corona-Infektion hatten. Und wenn man überlegt, dass 5000 Hamburger nachweislich schon eine Corona-Infektion hatten, dann hätte man eigentlich errechnen können, dass ungefähr bis zum jetzigen Zeitpunkt 150 Rheuma-Patienten mit dabei hätten sein müssen. Das ist nun nicht der Fall und wir glauben, das hat tatsächlich 2 Gründe. Ich glaube, unsere Rheumapatienten können sich besser verstecken. Die haben eine besondere Aufmerksamkeit, haben Ängste und sind halt häufiger zu Hause geblieben. Und möglicherweise helfen sogar auch einige unserer Medikamente. Es wird ja im Moment diskutiert, dass eventuell diese immununterdrückenden Medikamente dazu führen, dass diese Explosion des Immunsystems nicht so arg ist. Das ist ja der Grund, weshalb die Patienten auf die Intensivstationen kommen, weil in der zweiten Woche, wenn das Virus in die Lunge hineinrutscht, es zu einer Explosion des Immunsystems führt. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass unsere Patienten geschützt sind. Dazu gab es vor einer Woche oder vor 2 Wochen aus Erlangen ein Statement, eine Pressemitteilung, unsere Patienten sind geschützt, da kann nichts passieren. Das würde ich nicht behaupten und das ist auch von der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie relativ schnell kassiert worden. Was ich aber sagen kann, ist, dass unsere Patienten offensichtlich kein höheres Risiko für die Infektion haben und die eine Infektion hatten, auch keinen schwerwiegenderen Verlauf hatten als andere gleichaltrige alte Menschen. Also hier in Hamburg gibt es ja einen Pathologen, der sagt ja, an Corona alleine ist noch keiner gestorben, sondern es sind immer Patienten, die einen zusätzlichen Risikofaktor haben, außer Rheuma, außer CED, sondern sehr alt oder schwere Lungenerkrankung oder Raucher oder schwere Herzerkrankung. Deshalb uns ist wichtig, auch rüberzubringen, dass das Rheuma, und ich nehme an, Steffi, du sagst es auch für deine Erkrankung per se, im Moment offenbar kein ganz besonders hohes Risiko darstellt für eine Corona-Infektion oder einen schwerwiegenden Verlauf. Oder, Steffi? Ja. Ja, was ich auch sehr beruhigend finde, mir ging es ja genauso, als ich halt erkrankt bin und es war immer diese große Angst da, diese Ungewissheit, wie ist es halt als Patientin mit einer Psoriasis-Arthritis und auch ich habe ja einen relativ humanen Verlauf gehabt, sie hat mich ja nun auch selber begleitet und das war ja in der Tat so, dass mir halt auch ihre Antworten und ihre Begleitung sehr viel Sicherheit gegeben haben. Nun ist ja auch schon wieder viel Zeit ins Land gezogen und ich weiß halt nicht, ob es jetzt der Punkt ist durch die Lockerung, dass man sich halt zu sehr in Sicherheit wiegt, weil man wieder raus darf, weil man wieder normal leben darf, weil man halt einfach draußen sein darf.
Wie stehen Sie denn dazu? Gibt es da gewisse Sicherheitsmaßnahmen außerhalb des Maskentragen und 1,5 Meter Abstand, wo Sie zu sagen, dass wir da halt auf jeden Fall drauf achten sollten? Weil ich kriege zum Teil halt auch Nachrichten von Lehrern, die jetzt sagen, ich muss in die Schule gehen und habe jetzt meine Schüler und ich bin erst 30 und habe eine Autoimmunerkrankung. So auf einmal wollen halt viele halt auch einfach zu Hause bleiben und sich in Sicherheit wiegen. Was sagen Sie dazu? Also ich glaube, dass da ganz viel, wir erleben das auch, ganz viel Angst auch mit dabei ist. Irgendwie und teilweise ja auch zu Recht. Also wenn man dann in, sagen wir mal, jetzt in eine Schule geht, wenn man Lehrer ist oder wenn man auch in Behindertenwerkstätten arbeitet. Ich glaube, dass da viel Angst ist. Und natürlich müssen die, das Robert Koch, die ganzen Sachen, müssen eingehalten werden. Dafür haben wir die auch. Und wir haben Maskenpflicht und die sollten wir wirklich alle machen. Hände waschen kennen wir alle. Aber nochmal, wir können sagen, dass wenn ein Patient, und wir kriegen die Anfragen ja, wenn er fragt, wie kann ich, wenn ich nur einen Crohn oder eine Colitis habe, kann ich dann wieder als Lehrer unterrichten? Gehöre ich zu einer Risikogruppe? Dann können wir jetzt wirklich sagen, nein, tun Sie nicht. Und das ist wichtig. Und ich glaube, wir müssen hinterher vielleicht nochmal auf die Therapien. Das Cortison ist immer etwas irgendwie, was dann gehört man wirklich dann offensichtlich zu einer erhöhten Risikogruppe. Das können wir ja später nochmal diskutieren. Aber nochmal, das Crohn und Colitis alleine nicht. Okay, für die Rheumatologie kann ich das tatsächlich ein bisschen anders beantworten. Wir richten uns nach dem Robert-Koch-Institut und entsprechend des Robert-Koch-Institutes sind chronische Erkrankungen und immunsuppressive Therapie nach meinem Verständnis definitiv als Risikopatient einzuschätzen. Deshalb haben wir unseren Patienten Atteste gegeben, dass durch die chronische entzündliche Erkrankung wir davon ausgehen, dass sie Risikopatienten sind. Wir erzählen denen aber genau das, was wir eben gerade erzählt haben, dass die Erfahrung ist, dass faktisch offensichtlich im Moment die Daten dafür sprechen, dass kein erhöhtes Risiko ist. Wir handhaben es so, dass wir unseren Patienten sagen, wenn es die Möglichkeit gibt, diese ganzen Hygieneempfehlungen beim Arbeiten, in der Schule, beim Arbeitsplatz, auf dem Weg zum Arbeiten einzuhalten. Also Abstand, es gibt keine Kantine, sondern das Essen wird am Platz gebracht oder sowas. Dann empfehlen wir unseren Patienten durchaus zu arbeiten, denn es besteht auch eine gewisse Arbeitspflicht, selbst als Risikopatient. Alleine die Tatsache, dass man Risikopatient ist, befreit einen nicht von der Arbeitspflicht. Der Arbeitgeber hat aber die Aufgabe, entsprechend des Arbeitsschutzgesetzes alles so herzurichten, dass der Patient kein erhöhtes oder der Mitarbeiter kein erhöhtes Risiko hat. Wenn er also es ermöglichen kann, dass genügend Abstand ist, dann habe ich keine Bedenken. Und wenn er es nicht einrichten kann, dann sind unsere Patienten, zumindest in der Rheumatologie, diejenigen, die später erst wieder in das Arbeitsleben integriert werden. Wir haben jetzt ja einige Fragen hier im Chat. Ich weiß nicht, ob Sie beide das halt auch lesen. Von den 60 weltweit infizierten CED-Patienten waren Kinder über 10 Jahren dabei. Und waren diese immunsupprimiert, zum Beispiel Azathioprin? Frage vor dem Hintergrund, ob ein Schulbesuch möglich ist. Also hier drei Sachen. Also ich glaube, es waren 8 pädiatrische CED-Patienten, soweit ich weiß. Und wir haben aber noch nicht die Daten, ob die jetzt immunsupprimiert sind. Das sind ja alles ganz frische Daten, die wir jetzt haben. Also die sind jetzt gerade eine halbe Stunde alt. Das kann ich gerade jetzt so nicht sagen. Aber wenn, sagen wir mal, ein Kind, schwierige Frage, wenn das Azathioprin hat und soll in die Schule, das ist natürlich jetzt gerade das, wo es so schwierig ist. Wenn Sie mir sagen würden, irgendwie das hat jetzt Mesalazin oder irgendetwas, würde ich sagen, ja, kann gehen. Aber gerade diese Immunsuppressiva sind eben die schwierigen Entscheider, wo man einfach sagen muss, da würde ich dann den Kindergastroenterologen auch nochmal fragen, weil das von Verlauf zu Verlauf auch schwierig ist. Und abzusetzende Medikation, wenn man eine Malnutrition hat oder wenn man einen schweren Schub hat, das wiederum ist ein Risiko. Also man sitzt immer dazwischen. Vielleicht nochmal, hier sind auch Fragen bezüglich, ist man infektanfälliger, wenn man diese immunsuppressiven Therapien nimmt. Wir gehen ja davon aus, oder wir haben eigentlich jetzt die letzten 20 Jahre unsere Patienten dahingehend informiert, dass wir davon ausgehen, dass alle unsere Medikamente, sei es die mittelstarken oder die starken Medikamente, dass das Hauptrisiko Infekte sind. Insbesondere am Anfang der Therapie, aber auch im weiteren Verlauf. Das ist eigentlich das, wovor wir am meisten fürchten. Die Corona-Situation hat es nicht wesentlich verändert. Es ist immer noch das gleiche Risiko und Corona ist für uns erstmal eine ganz normale Infektion, so wie auch eine Grippe oder eine Lungenentzündung. Wir müssen jetzt nicht alles das, was wir die letzten 20 Jahre gemacht haben und unseren Patienten gesagt haben,
total umwerfen und neu erfinden. Corona ist keine schwerwiegendere Infektion, sie ist besonders infektiös, also sie lässt sich leicht übertragen, aber ich hatte schon bei der letzten Sitzung darüber gesprochen, dass Corona kein Ebola-Virus ist und wir uns jetzt nicht ganz verstecken müssen und ganz große Sorgen haben müssen. Die Sterblichkeitsrate unter der Corona-Infektion ist ähnlich wie bei der normalen Grippe. Und früher war es ja auch so, wenn die Grippesaison war und drei Leute in Buxtehude eine Grippe hatten, dann sind sie auch rausgegangen, sind sie auch arbeiten gegangen. Deshalb, wir müssen schon vorsichtig sein, aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht jetzt zu hysterisch werden. Wir haben auch bezüglich der Grippesaison, haben wir uns nicht versteckt und sind nie wieder rausgegangen. Deshalb, es ist okay, nicht, also viele von uns werden ja dieses Coronavirus bekommen und werden ganz normal verarbeiten können. Und es gibt nur ganz bestimmte Risikopatienten, die wirklich ein hohes, hohes Risiko haben. Und wir hatten schon einige Risiken wie Alter, Rauchen, schwere Lungenerkrankungen genannt. Da, die haben ein größeres Risiko. Aber auch die versterben zum allergrößten Teil nicht. Deshalb ist es keine per se tödliche Erkrankung, wenn man sie bekommt. Offensichtlich nicht. Ja, also das ist, glaube ich, auch genau der Punkt. Dadurch, dass es halt einfach neu und einfach so unbekannt ist, ist natürlich halt die Art der Aufklärung ganz wichtig, um halt auch Angst zu nehmen, um Mut zu machen und um halt auch einfach immer wieder alle Betroffenen auf dem neuesten Stand zu halten. Und was sagen Sie denn zu dem Thema Impfung? Was ist da wichtig und federführend? Können wir vielleicht noch, bevor wir Impfungen sprechen, weil das schon wieder so ein Schritt weiter. Ja. Steffi, vielleicht kannst du mal sagen, wie ihr das in der Gastroenterologie handhabt. Bei normalen Infekten macht ihr Pause mit euren Therapeutikern oder lasst ihr es weiterlaufen? Wir lassen das eigentlich immer weiterlaufen. Also unsere Patienten sind ja teilweise einfach kränker. Also jetzt nicht, dass ich sage, ich bin besser als du, aber unsere Patienten sind meistens irgendwie kränker, weil die haben einfach 30, 40 Stuhlgänge, haben Abszesse irgendwie im Bauchraum, ist sozusagen teilweise dann Eiter. Jetzt ist ja dann schon sozusagen eine andere Hausnummer, als wenn natürlich nur die Gelenke da befallen sind. Wir können, ja, ich weiß, ist jetzt gemein, aber wir können im Prinzip viel weniger Pause machen, weil wenn wir Pause machen mit den Biologika, dann wird mein Patient sofort wieder ganz, ganz krank. Und ehe ich ihn dann wieder bekommen habe, irgendwie, dass ich ihn wieder in Remission habe, dauert das. Häufig muss ich Cortison einsetzen, was ich überhaupt gar nicht möchte. Also insofern, nein, machen wir nicht. Wir machen nur Pause, wenn ein Patient, sagen wir mal, eine schlimme Herpesinfektion hat, also mehr als ein Segment, oder wenn er Fieber 40 Grad hat. Wir decken dann zwar mit Antibiotika ab, aber in 40 Grad würde ich jetzt auch keinen oder 39 Grad kein Biologikum reinschmeißen. Aber wir machen ganz, ganz wenig Pause. Das passiert eigentlich fast sehr selten. Also bei uns ist das durchaus anders. Das würde ich gerne betonen. Nicht nur, dass meine Patienten nur schmerzhafte Gelenke haben. Wir haben ja es mit Weichteilräumern, mit Lupuspatienten zu tun. Die haben mehr als nur ein Organ betroffen. Wir haben sogar die Niere, Herz oder Lunge betroffen oder wir haben die Vaskulitis-Patienten. Und wir handhaben es sehr wohl so, dass wir sehr vorsichtig sind mit unseren Immunsuppressivern und sehr großzügig sind mit der Pause, weil unsere Erfahrung ist, wenn die Patienten gut eingestellt sind, dann kommen die nicht sofort wieder in einen Schub, wenn man mal ein oder zwei Wochen das pausiert. Aber wir sind uns absolut einig, dass Cortison, und das ist jetzt auch nochmal bezüglich des Chats ganz wichtig, Cortison ist sicherlich das Allerschlechteste. Deshalb, alles, was wir hier besprechen und alles, was wir an Therapeutika machen, das machen wir, um das Cortison einzusparen, weil auch die Daten ergeben haben, was die Corona-Infektion angeht. Das Schlimmste ist erstens, viel Cortison und zweitens, wenn das Rheuma oder wenn die Entzündung nicht gut unter Kontrolle ist. Deshalb, es muss unser Ziel sein, bei allen unseren Patienten Cortison einsparen und alles, was entzündet ist, gut einstellen. Dann haben unsere Patienten die besten Voraussetzungen, auch so eine Corona-Infektion gut zu überstehen. Sie sprachen auch gerade den Lupus an. Hier ist eine Frage drin. Bin ich anfälliger, wenn zum Beispiel mein Lupus aktiv ist? Das ist tatsächlich jetzt nicht nur auf den Lupus bezogen. Es ist so, dass also aus meiner Sicht alle entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, wenn sie nicht gut kontrolliert sind, dass wir nachweisen können, das Risiko für eine Infektion größer ist. Alleine durch die Entzündung im Körper. Ich nehme an, das ist im Darm gar nicht mal anders. Ich kann nachweisen, dass durch eine große Entzündung das Infektrisiko dreimal höher ist bei dem gleichen Rheuma unter guter Kontrolle. Und wir sprechen darüber, dass unsere Medikamente vielleicht das Risiko um das 1,4-fache oder das 2-fache erhöhen, im schlimmsten Fall, dann sind wir immer noch besser, als wenn das Rheuma
ohne Medikamente richtig aktiv weiterlaufen. Und deshalb Ziel ist Remission, gute Kontrolle der Krankheitsaktivität. Und das kann ich für alle entzündlichen Erkrankungen, glaube ich, sagen. Also ohne jetzt Medikamentennamen zu nennen, hier schreibt zum Beispiel einer, wenn ich ein Biologikum nehme, ist das Immunsystem ja geschwächt. Bin ich dann leichter anfällig? Mein Immunsystem ist so schon schlecht. Also Sie haben da so eine schöne Weltkarte dahinter sich. Ich beschreibe das häufig so, dass das Immunsystem letztendlich so groß ist wie der Pazifik. Und wir kennen vielleicht eine Inselgruppe. Und wenn man jetzt zum Beispiel die TNF-Alpha-Antikörper nimmt oder die IL-12-IL-23-Antikörper, die haben ja wirklich nur eine, die greifen nur eine Inselgruppe an. Das andere Immunsystem ist ja sozusagen noch weiterhin da. Also insofern, irgendwie, ich habe ein schwaches oder ein starkes Immunsystem, kann man so eigentlich gar nicht sagen. Es ist sehr, sehr selektiv. Wir haben ja moderne Therapien. Ja, also das generelle, irgendwie das Cortison macht alles platt irgendwie, aber die modernen Therapien wirklich sehr, sehr selektiv. Ich glaube, das ist dann beantwortet, die Frage, genau. Hier wird Herr die Medien machen leider das Gegenteil, dass halt nicht motiviert wird. Ich glaube, das ist, man merkt, dass das jetzt gerade sehr wichtig ist, halt auch diese Aufklärung. Und da ist halt jetzt natürlich zu dem Cortison nochmal die Frage, warum kriegt man denn dann überhaupt Cortison? Wenn man einen Rheumaschub hat, ist man ja auch anfälliger. Nochmal vielleicht eine berechtigte Frage, die Sie vielleicht nochmal dann erklären können. Na, das Cortison hat halt den Vorteil, dass es sehr schnell wirkt und sehr effektiv wirkt. Das heißt, wir haben manchmal gar nicht die Zeit, auf die Wirkung des zweiten Medikamentes zu warten, weil dann vielleicht schon das Gelenk kaputt ist, der Darm kaputt ist oder das Auge blind ist. Deshalb, wir benutzen das Cortison eigentlich vor allen Dingen als Brückentherapie, insbesondere am Anfang, bis die neuen Therapien wirken. Dann nach hinten raus versuchen wir immer, das Cortison zu reduzieren oder sogar abzusetzen. Das heißt, eigentlich sollte es so sein, dass keiner langfristig höher dosiertes Cortison bekommt. Wir versuchen es immer innerhalb der ersten 12 Wochen in Richtung 5 Milligramm zu bekommen. Ich weiß, das schaffen wir nicht immer, aber es ist immer unser Ziel und es ist auch unser Ziel, das Cortison möglichst im Weiteren dann ganz abzusetzen. Das schaffen wir nicht immer, aber wir versuchen es und das ist das Beste, was wir unseren Patienten antun können. Cortison einsparen und wenn möglich absetzen. Ja, generell. Und ganz wichtig ist es, glaube ich, auch, vielleicht können Sie da noch was zu sagen, eigenständig Medikamententherapien abzusetzen aus einer Angst heraus. Vielleicht mögen Sie dazu noch was sagen, weil auch da erreichen mich häufig Nachrichten, dass einfach was abgesetzt wird. Ich glaube, da ist es nochmal wichtig, auch von Ihnen nochmal eine Erklärung zu bekommen. Also ich glaube, das liegt ja dann auch, wie die Ärzte erreichbar sind. Also bei Herrn Arias weiß ich, dass irgendwie, dass er wirklich extrem gut auch teilweise per E-Mail oder dass du mal ganz, ganz schnell antwortest, was ja wichtig ist irgendwie. Und ich habe ein Online-Forum, wo ich selber sozusagen Fragen beantworte für meine Patienten auch zwischen Weihnachten und Neujahr, wie auch immer, so dass man sich an uns wenden kann. Und ich glaube, wenn man als Arzt nicht sagt, oh Gott, wieso hast du das denn gemacht? Das ist ja ganz furchtbar, sondern sagt, habe ich verstanden, warum? Nochmal, man muss sich immer an den Arzt wenden dürfen und können irgendwie, weil die Sorgen kommen und wir müssen einfach dafür da sein, dass wir dann die richtigen Antworten geben. Selbst absetzen ist immer blöde, ja, und aber nochmal, dafür müssen wir halt dann da sein. Ja. Gibt es schon Erkenntnisse zu den Antikörpertests? Oh, da würde ich gerne was sagen, Pierre. Du bist sowieso, also die Antikörpertests, ganz, 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 ganz spannendes Thema. Und zwar, wir haben die Möglichkeit, dass wir insgesamt 400 Tests machen können. Und zwar testen wir zwei Schnellteste gegen IgG, IgM. IgM ist sozusagen das Akute und IgG wäre der Schutz im besten Falle gegen das Covid-19 oder das Coronavirus. Und da haben wir parallel, machen wir bei unseren Patienten einen Abstrich, einen Nasenabstrich, dann diese zwei Schnellteste und wir frieren Serum ein, wo dann später der richtige Test gemacht wird, der valide Test. Und dann gucken wir uns nach 6 bis 8 Wochen noch einmal an, wie sich das entwickelt hat, IgM oder IgG. Ja. Und das führen wir durch. Wir teilen unseren Patienten den Schnelltest noch nicht mit, weil wir überhaupt nicht wissen, wie valide das ist. Und ich glaube, dass das momentan noch ganz, ganz schwierig ist, da eine Auskunft zu geben. Es werden noch IgA-Testungen gemacht irgendwie. Aber kein Test ist so weit, dass er wirklich sagen kann, dass man eine Immunität hat. Und vor allem diese Schnellteste sind überhaupt noch nicht ausgereift. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Und deswegen müssen wir da Forschung machen. Mhm.
Vielleicht können wir ein bisschen den Unterschied zwischen diesem Rachenabstrich und dem Antikörpertest sagen. Der Rachenabstrich, da geht es um die akute Infektion. In der ersten Woche der Infektion und kurz vor den Symptomen kann man dieses Virus selber im Rachenabstrich nachweisen. Die Antikörper, die bilden sich vielleicht nach 1, 2 Wochen, und nach 4 Wochen, glauben wir, ist diese Reaktion unseres Immunsystems auf dieses Virus da und wir können es nachweisen. Also mit dem Antikörper, den werden wir vor allen Dingen benutzen, um eine abgelaufene Infektion nachzuweisen und nicht so sehr, um nachzuweisen, dass der Patient jetzt eine Infektion hat. Also am Anfang habe ich eigentlich ausschließlich Patienten gehabt, die haben einen positiven Abstrich gehabt, also eine akute Infektion. In den letzten 3 Wochen habe ich keinen einzigen Patienten, doch einen einzigen Patienten, der hat einen akuten Nachweis einer Virusinfektion im Rachen gehabt. Alle anderen haben Antikörper gemessen bekommen. Das heißt, ich kann sagen, die hatten vor 4 Wochen wahrscheinlich Kontakt zu diesem Virus. Das sagt nichts darüber aus, dass die jetzt aktuell noch krank, infiziert oder infektiös sind. Mhm. Antikörper für abgelaufene Infektion, PCR, Rachenabstrich für aktuelle Infektion. Okay. Dann war jetzt noch eine Frage zu den anstehenden Abi-Prüfungen. Wie ist es bei der Durchführung von Abi-Prüfungen? Wie stehen Sie dazu mit Vorerkrankungen, besondere Vorkehrungen? Was soll ich tun? Steffi, kannst du was über das Abi sagen? Aber sowas, mein Sohn hat gerade Abi geschrieben oder beziehungsweise ist gerade drin, deswegen kann ich total viel darüber sagen. Also das ist ja ganz, ganz schwierig, ist von Schule zu Schule unterschiedlich. Ich glaube, was ist aber jetzt ein ganz anderes Thema, ist, dass die Schulen, dass teilweise die Auflagen gar nicht einhalten können. Nun hat man das Glück, dass die anderen Kinder momentan gerade nicht da waren, sodass man genug Platz hatte für diese Abiturienten. Auch da gilt meiner Meinung nach irgendwie, Vorerkrankung muss geguckt werden. Wenn jemand wirklich eine schwere Lungenerkrankung hat oder wirklich immunsupprimiert ist, dann ist das auch immer eine Ermessenssache. Irgendwie, das Kind muss hier nun irgendwie das Abi schreiben. Kann man ja nicht sagen, irgendwie, er hört jetzt mal auf irgendwie. Sondern da muss er sich halt mit dem Mundschutz und was weiß ich hinsetzen. Mhm. Also ich glaube, es ist immer im Einzelfall zu sagen, aber ein Abi jetzt nicht schreiben, finde ich schwierig. Würde ich meinem Sohn nicht erlauben. Nein, aber die ganz normalen Vorkehrungen treffen, Hygienevorschriften einhalten, den Abstand halten und all das, was halt für alle anderen halt auch einzuhalten ist. Ja, ja. Wir haben nach wie vor hier im Chat das Thema Impfung. Das, was ansteht, wie weit sind wir mit einem Impfstoff und aber auch das Thema, was ist halt wirklich für die Risikogruppe ein Thema, welche Impfungen sind wichtig? Also wir können erstmal festhalten, Impfungen sind schon immer wichtig gewesen und nicht erst jetzt zu Corona-Zeiten. Ja. Es kommt nur ein bisschen mehr aufs Tableau und es wird noch mehr diskutiert. Alle, die bis jetzt geimpft sind, sind froh, dass wir sie darauf angesprochen haben. Die, die nicht geimpft sind, die wollen sich jetzt schnell impfen lassen. Also es gibt immer noch keine Corona-Impfung und die wird wahrscheinlich auch erstmal nicht in diesem Jahr zur Verfügung stehen, möglicherweise Mitte nächsten Jahres. Dabei ist immer wieder zu berücksichtigen, es gibt, ich glaube, im Moment 90 unterschiedliche Impfstudien. Wir müssen gucken, was für eine Impfung das ist. Und es ist bei bisherigen Impfungen und auch bei der zukünftigen Impfung so, es dürfen keine Lebendimpfungen bei unseren Patienten unter der immunsuppressiven Therapie geimpft werden. Das heißt, im Moment wird ganz viel über Lebendimpfstoff bei den Corona-Impfungen gesprochen. Und das ist erstmal für unsere Patienten keine Option. Das heißt, wir müssen auf Totimpfstoffe warten. Da wird es sicherlich auch welche geben, aber deshalb nicht jede zur Verfügung stehende Impfung ist auch für unsere Patienten geeignet. Mhm. Dann die Frage, was soll man denn sonst impfen? Wir wissen halt, dass im Rahmen dieser Infektion es manchmal auch zu Superinfektionen kommt. Das heißt, unsere Patienten haben einen Virusinfekt und oben drauf setzt sich dann noch möglicherweise ein bakterieller Infekt. Deshalb gab es die Empfehlung, dass sich alle unsere Patienten zum Beispiel gegen Pneumokokken impfen lassen. Das gab es schon vorher, die Empfehlung, aber es wurde einfach nochmal nach vorne geholt und gesagt, es macht wirklich Sinn, sich impfen zu lassen. Dabei ist aber zu berücksichtigen, es macht keinen Sinn, jetzt wegen der Impfung loszugehen und in eine Arztpraxis zu gehen, nur wegen der Impfung. Das sollte im Rahmen eines nächsten Besuches erfolgen, aber jetzt nicht alle die Praxen überlagern, nur weil geimpft werden soll.
Das kann man im Rahmen der nächsten Visite durchaus machen. Ja. Wir haben aber das Problem, dass wir auch nicht genügend Impfstoff haben, gerade die Pneumokokken. Das ist ein bisschen tagesaktuell. Einmal, also heute zum Beispiel hatte ich keinen Impfstoff. Gestern hatte ich Impfstoff. Steffi hat bestimmt immer Impfstoff. Ja. Aber es gibt tatsächlich ein bisschen Nachschubschwierigkeiten. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, Sie werden von uns definitiv bei den Visiten darauf angesprochen. Wir impfen auch selber hier vor Ort. Und alles das, was geimpft werden sollte, das impfen wir auch. Ja, und ich glaube auch, es ist ein neues Bewusstsein dafür auch entstanden. Ich glaube, es sind jetzt schon mehr, die sich halt auch impfen lassen wollen. Wie sehen Sie das denn bei Kindern oder bei Kleinkindern? Würden Sie da jetzt auch zu einer Grippeimpfung raten für die nächste Saison? Oder sagen Sie, das ist jetzt nicht notwendig? Also ich kann das nur begrenzt beantworten, weil ich glaube, es gibt keine offizielle Empfehlung für Grippeimpfungen für Minderjährige. Das betrifft halt alle über 50-Jährige, es betrifft die Patienten mit immunsuppressiven Therapien. Aber ich glaube, es gibt keine allgemeine Impfempfehlung für Minderjährige für Influenza im Herbst. Ja, weil die Frage ging nämlich ein, ich habe einige, die halt also Kinderrheuma haben und das war im Vorweg eine Frage, die kam, ob man halt ein Kind mit einer rheumatischen Erkrankung halt Grippe impfen lassen sollte. Aber dann sollte das vielleicht mit dem Rheumatologen auch vor Ort besprochen werden. Genau, also meine Aussage betraf jetzt insbesondere gesunde Kinder von erkrankten Eltern. Wie das bei tatsächlich erkrankten Kindern ist, da würde ich gerne auf die Kinderrheumatologen verweisen, weil es da tatsächlich, so wie die Gastroenterologen sehr speziell sind, so sind die Kinderrheumatologen auch, haben eine eigene Medizin. Ja. Es wird auch die Frage gestellt, wie ist es, wenn ich selber Rheuma habe und ein Kita-Kind habe? Wir sind uns unsicher, ab wann und ob wir ihn in die Kita geben können und inwieweit wir ihn mit anderen Kindern spielen lassen können. Was sagen Sie dazu? Steffi. Pia, das war doch Rheuma. Rheuma bist du. Ach so. Also es ist insofern schwer, als dass keiner wirklich Daten dazu hat, wie gefährlich das ist. Andersrum gesagt, wir werden jetzt nicht Ihre Kinder die nächsten 2 Jahre zu Hause lassen können und einsperren aus der Sorge heraus, sie können vielleicht eine Infektion mitbringen. Das ist nicht realistisch. Und ich hatte Ihnen ja auch schon gesagt, die Infektion per se ist jetzt kein Drama. Und wenn Ihr Rheuma gut eingestellt ist, dann habe ich keine großen Sorgen, selbst wenn Sie die Infektion bekommen. Also ich würde Ihnen empfehlen, Sie sollten alle Maßnahmen machen, um beim Arbeiten, auf dem Weg zum Arbeiten, beim Einkaufen Distanz zu haben. Aber ich kann Ihnen nicht empfehlen, jetzt Abstand von Ihrem Kind für die nächsten 2 Jahre zu haben. Ich bin tatsächlich letzte Woche gefragt worden, ob man das Kind denn überhaupt noch in den Arm nehmen könnte. Das ist eine absolute Katastrophe, wenn wir das jetzt in Frage stellen. Und es darf natürlich auch mit anderen Kindern spielen. Nochmal, es ist eine normale Infektion. Es ist nicht schwerwiegender als eine Influenza-Grippe. Und Sie haben auch in der Grippesaison Ihr Kind in den Arm genommen und in die Kita geschickt. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen das Maß behalten. Ja, ich glaube auch, das Kuscheln ist ganz wichtig. Und die Kleinen müssen jetzt auch wieder untereinander mal sein. Wir müssen halt lernen, die ganzen Hygienevorschriften dabei auch einzuhalten. Aber die Kinder sollten dann auch Kinder, glaube ich, sein dürfen. Außerdem ist es ja durchaus zu diskutieren, wir als Gesellschaft, wir werden ja nur mit diesem Coronavirus zurande kommen, wenn auch viele von uns mal so eine Infektion durchgemacht haben, eine Immunität, eine Herdenimmunität entsteht, weil nur so können wir dieses Virus quasi sich totlaufen lassen. Wenn genügend diese Infektionen hatten, dann können sie es nicht weitertragen. Deshalb, wir brauchen auch ein paar Leute, die die Infektionen hatten. Und dadurch, dass der Verlauf der Infektion bei kleinen Kindern offensichtlich nicht so gefährlich ist, so ist das durchaus okay, dass die jetzt in die Schule gehen, in den Kindergarten gehen und wir müssen tatsächlich ein bisschen die Füße auf dem Boden halten und nicht zu unruhig werden. Ja, da sind wir bei den Lockerungen, die gerade anstehen. Ich glaube, alle genießen es und sind dankbar, halt auch wieder draußen sein zu dürfen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns an vieles halten und auch das Thema digitale Sprechstunde ist immer noch ein Thema. Bieten Sie das denn Ihren Patienten auch an, um sie immer noch davor zu schützen, überhaupt den Besuch in die Arztpraxis zu wählen? Wie wird es angenommen? Also wir machen
das dann im Prinzip ganz normal mit dem Telefon. Also digitale Sprechstunde, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt das ganz schwer. Also ich habe sonst meinen Patienten vor mir, ich habe ihn in 3D, ich kann auch diese ganzen blöden Masken, kann ich ja schon diese ganze Mimik nicht sehen. Ja? Also das ist auch schon wahnsinnig schwierig. Und es ist immer ein Gesamtbild. Und für mich ist es immer wertvoller, wenn der Patient in die Praxis kommen kann. Wir haben jetzt momentan halt die Hände desinfizieren, irgendwie Abstand halten. Das haben wir bei uns auch alles. Aber unsere Patienten kommen auch wieder in die Sprechstunde. Und wir haben aber aus diesen Corona-Zeiten rüberhängend, irgendwie haben wir früher nie Telefonsprechstunde angeboten. Das machen wir jetzt, weil unsere Patienten kommen teilweise von 300, 400 Kilometer zu uns. Auch das ist natürlich einfach ein Ding, irgendwie, dass die jetzt nicht irgendwie mal schnell vorbeikommen können. Wegen Corona jetzt nicht in die Praxis zu kommen, das machen wir momentan nicht mit, halt mit den Vorgaben vom Robert-Koch-Institut. Aber nochmal, es ist auch für einen Arzt einfach mal was ganz anderes, wenn Sie jemanden am Telefon haben oder wenn Sie den vor sich haben. Ich hatte neue Patienten und ich kannte die gar nicht und habe sie am Telefon gehabt. Und das ist ganz, ganz schwierig. Also es ist immer schon das Gesamtpaket von dem Menschen, der vor einem sitzt. Aber da muss man ehrlich sagen, ich gebe dir vollkommen recht, nichts ersetzt eine Präsenzvisite, die Videosprechstunde und das Telefon nicht. Man muss aber sagen, wenn die Patienten hier bei mir im Sprechzimmer sitzen mit der Maske, dann erkenne ich sie viel weniger, als wenn ich eine Videosprechstunde mache, da erkenne ich das Gesicht wieder. Ehrlich gesagt, wir machen alles. Wir machen Telefonsprechstunde, wir machen Videosprechstunden und wir machen Präsenzsprechstunde. Wir haben folgende Kriterien, weshalb Patienten zu Hause bleiben können und wir eine Videosprechstunde machen. Es war die Bedingung, das Rheuma ist gut unter Kontrolle, die Therapie wird gut vertragen und es ist kein Bedarf zur Therapiekontrolle oder Laborkontrolle. Wenn diese drei Kriterien erfüllt waren, dann haben wir aktiv unseren Patienten angeboten, zu Hause zu bleiben und mit uns eine Videosprechstunde zu machen. In den Fällen, wo das Rheuma nicht gut unter Kontrolle war, wo die Therapie nicht gut vertragen wurde oder in den Fällen, wo Laborkontrollen oder sonstige Kontrollen anstanden, haben wir die Patienten eingeladen. Ich glaube, wir können sagen, in allen Praxen sind wahnsinnige Vorkehrungen getroffen worden, um das Risiko von Infektionen minimal zu halten, von Panzerglas in der Anmeldung, Kartenlesegerät zum selber bedienen, Händedesinfektion, Kittel, wir laufen den ganzen Tag jetzt mit Mundschutz rum. Ich weiß, kriege ich so eine Dermatitis, so eine Windeldermatitis im Gesicht. Und ganz ehrlich, die Visiten sind kürzer geworden. Wir haben viel weniger Wartezeiten. Man muss sagen, wir beschränken uns im Moment auf das Wesentliche. Es gibt jetzt nicht viel, und die Darmspiegelung zur Vorsorge müsste jetzt mal sein und die Knochendichtemessung, das wird im Moment alles tatsächlich ein bisschen nach hinten geschoben. Das ist wichtig jetzt für die aktuelle Situation. Ich bin mir nicht so sicher, ob das eine gute Medizin ist, wenn wir jetzt immer nur uns auf das Wesentliche fokussieren und immer nur noch sagen, Hauptsache es klappt und alles andere ist egal. Wir werden sicherlich im halben Jahr merken, was das ausmacht, wenn wir uns nicht genügend Zeit genommen haben für den Patienten und wir dann ganz viele Gesundheitsuntersuchungen, ganz viele Knochendichtemessungen, ganz viele Impfgespräche, Schwangerschaftsgespräche und alles das nachholen müssen. Wir werden sicherlich auch ein paar Patienten haben, die zu Hause geblieben sind und gesagt haben, ich traue mich nicht rauszugehen und dann mit einem Schub vielleicht im halben Jahr kommen, weil sie sich nicht früh genug gemeldet haben. Das ist ganz, ganz schwer, auch für uns Ärzte ein gutes Gleichgewicht zu schaffen. Ich merke, dass der Wunsch nach den Videosprechstunden rapide sinkt, während ich noch vor 3 Wochen jede dritte Visite über Videosprechstunde gemacht habe. Jede andere dritte Visite habe ich am Telefon gehabt und nur ein Drittel war live präsent hier. So merke ich, dass ich jetzt heute, glaube ich, nur 2 Videosprechstunden gemacht habe. Alle anderen waren präsent hier in der Praxis. Ja, es ist eine tolle Option, dass es das gibt, aber ich glaube, wir alle wünschen uns wieder mehr persönliche Kontakte, aber diese Art der Kommunikation ist eine Option und auch gerade für Patienten, die sich noch unsicher sind, finde ich das gut, wenn es angeboten wird, die auch geschwächt sind und vor allen Dingen aber halt auch Patienten, die noch gar nicht sich so richtig trauen, sich ihrer Diagnose zu stellen und auch den Weg weiterhin zum nächsten Spezialisten zu gehen, denen auch die Möglichkeit zu geben, dass es vielleicht auch erstmal einen telefonischen Kontakt geben kann, um sich langsam ranzutasten. Denn es ist halt auch wahnsinnig wichtig, die Art der Therapie anzunehmen und sich halt auch einer Autoimmunerkrankung zu stellen und sie nicht zu ignorieren und gerade auch jetzt nicht den Kopf dabei in den Sand zu stecken. Und wenn wir da jetzt 2 Spezialisten haben, die ein offenes Ohr für ihre Patienten haben, finde ich das ganz toll, das zu wissen. Und die Frage ist dann halt auch, kann ich denn prophylaktisch etwas tun? So, ich kann
mein Immunsystem stärken mit Vitaminen, mit Sport. Spielt das auch hier jetzt eine Rolle? Außer, dass es, glaube ich, grundsätzlich natürlich schon mal wichtig ist. Was sagen Sie dazu? Also ich finde es ganz wichtig, dass der Patient sich wohlfühlt. Wenn einer sagt, ich mache wahnsinnig gerne Kickboxen, irgendwie sollte Kickboxen machen. Irgendwie. Und ich glaube nicht, dass es einen Sport für alle gibt oder dass es eine, sagen wir mal, eine Maßnahme für alle gibt. Aber ich glaube, bei unseren Patienten ist es so, die haben die Schübe dann, wenn es ihnen auch psychisch nicht gut geht. Das ist immer gekoppelt oder zu 90% gekoppelt. Und wenn es den Patienten dann gut geht, wenn sie etwas gefunden haben, also Tanz, ganz viele von meinen Patienten tanzen, wusste ich gar nicht. Und das ist etwas, glaube ich, irgendwie, was dann das Immunsystem wiederum in Tüttelchen stärkt, irgendwie, wenn es dem Menschen gut geht, wenn er das macht, was er tut. Natürlich ist Sport und Bewegung prima. Ja, und diese, aber es muss immer individuell gesehen werden. Das ist so meine Erfahrung. Ich glaube, die Frage war vor allen Dingen dahingehend Nahrungsergänzungsmittel und die ganzen im Internet erhältlichen Substanzen, die das Immunsystem stärken. Und die Überlegung der Patienten ist ja häufig, ich habe ein Medikament, was mein Immunsystem unterdrückt und jetzt nehme ich ein Medikament, ein Pseudomedikament, was das Immunsystem stärken soll. Ich glaube, ich kann für uns beide sagen, dass eine ausgewogene Ernährung sicherlich absolut wichtig ist. Und das ist nicht nur für den Darm wichtig und für das Rheuma, das ist auch für das Herz und die Lunge und alles wichtig, für das Gewicht wichtig. Also das ist jetzt nicht Corona-spezifisch. Alles andere, wie Grünlippenmuschelextrakt, Weihrauchkapseln, Murmeltieröl, das kann man alles benutzen. Da habe ich auch tatsächlich gar nichts dagegen. Aber die Sorge, dass dadurch jetzt das Immunsystem so gestärkt wird oder durch die Zinkannahme, dass man verhindern kann, eine Corona-Infektion zu bekommen, die Daten gibt es nicht und ich empfehle meinen Patienten nur Sachen, für die es wissenschaftliche Daten gibt. Deshalb gibt es zumindest von meiner Seite aus keine aktive Empfehlung, sowas wie Grünlippenmuschelextrakt und Weihrauchkapseln zu benutzen. Es spricht aber auch nichts dagegen, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn Sie das Geld haben, dann können Sie das machen. Ich glaube, in den wenigsten der Fälle gibt es tatsächlich echte Risiken. Ich weiß nicht, wie das beim Darm ist. Ich kann das nicht mal aussprechen mit deinem komischen Lippenmuschel-Dingster-Extrakt da irgendwie, das haben wir nicht. Aber was wir machen zu Anfang, wenn die Patienten zu uns kommen, ungefähr 50 Blutwerte. Wir haben alle Vitamine mit dabei, Vitamin D, A, D, E, K, B12, B6, alles Mögliche, um die wirklich wichtigen Vitamine und Spurenelemente einmal zu gucken, weil der Darm kann ja auch etwas verlieren. Deswegen gucken wir uns das einfach an und dann machen wir wirklich ganz, ganz speziell, individuell für diesen Patienten können wir dann zuschneiden, du brauchst B12, du brauchst B1, du brauchst B6. Aber es gibt natürlich auch bei uns Weihrauch. Ich sage genauso wie du, sage ich, das können Sie gerne machen irgendwie. Aber ich meine, überlegen Sie mal, man kann auch damit, was weiß ich mal, ins Kino gehen mit dem Geld. Das kostet ja einfach auch alles Geld. Und wir haben da eben wissenschaftlich keine nachgewiesenen Daten. Und da bin ich vollkommen bei dir irgendwie. Dann sollte man es auch nicht empfehlen. Aber es schadet auch nichts. Gut. Ich glaube jetzt die letzte Frage. Ich lese sie vor. Vielleicht eine doofe Frage. Aber macht das Sinn, sein Immunsystem zu stärken, wenn man immunsuppressiert ist? Das klingt für mich so kontraproduktiv. Wir hatten es ja gerade eben angesprochen. Ich glaube, die Chance, das Immunsystem jetzt durch solche Nahrungsergänzungsmittel zu stärken, ist relativ gering. Ich habe keinen einzigen Fall, wo das jetzt zu einem Schub geführt hat. Deshalb, es ist nicht meine Empfehlung, immunstimulierende Medikamente zu nehmen. In den seltensten Fällen macht es aber auch eine Komplikation. Ich bin mir aber sicher, dass wenn Frau Howalds Patienten es bräuchten, irgendwas Immununterstützendes, wie zum Beispiel den Ersatz der Antikörper. Es gibt ja Patienten, die durch unsere Therapie tatsächlich zu wenig Antikörper haben. Dann würden Frau Howalds und ich das messen und können unseren Patienten das substituieren, ersetzen. Aber man kann das nicht mit diesen genannten Substanzen machen. Vielen Dank. Ich glaube, dass wir jetzt alle Fragen von allen Teilnehmern hier heute Abend klären konnten. Die Teilnahme hat mir wieder gezeigt, dass es also ein ganz wichtiger Bereich ist, den wir hier vielleicht als Netzwerk Autoimmunerkrankter ermöglichen können. Auch an alle Teilnehmer jetzt, wenn es noch weitere Wünsche für Fortbildungen oder Informationen mit Ärzten gibt, lassen Sie mich das gerne wissen. Und ich bedanke mich jetzt erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben, in diesem digitalen Rahmen Rede und Antwort zu stellen, Frau Dr. Howald und Herr Dr. Arias. Und würde mich auch freuen, wenn wir eine Folgeveranstaltung gemeinsam machen können. Und auch danke an die Teilnehmer, dass Sie dabei waren.